Besiege Jedi North Armin. Das wollte ich eigentlich erst zum Schluss machen. Stufe 30. Sprich mit Leutnant Daffrel. Sprich mit Leutnant Daffrel. Zeige alle autorisierten Ziele an. Operation Umschwung ist das, genau. Reiseroute bestätigt. Balmora wird kontrolliert von Kosei. Rede bin ich echt nicht betroffen. Ehrlich, wahrscheinlich auch nie. Was, Jedi? Hm? Oder Padawan? Werde ich, glaube ich, selbst nie drauf treffen. Doch, denk mal schon. Du wirst, bei dir wird es vielleicht nur irgendwie eine andere Quest sein. Oder zu einem späteren Zeitpunkt. Fortschritt Taxi, erstmal wieder XP kassiert. Nice. Wir wollten Umschwung machen. Dort zum IGSK-Kommandoposten. Wow. Oh, hier ist wieder so ein Ausbilder. Ihr seid stark. Machtschub. Doch ihr könntet noch Schmerz stärker ertragen. Sein. Erhöht vorübergehend deine maximale Gesundheit 10 Sekunden lang um 30%. Die Gesundheit geht am Ende des Effekts verloren. Sith Krieger Gleiternavigation Rang 2. Abonnenten steht hier, das Stufe 35. Zeigt keine Gnade. Ich muss mal gucken, was auf S. Was liegt denn auf S? Set, Gefährten und Kontakte. Hey, das liegt doch aber auf N. Hä? Moment. Einstellung. Tastenbelegung. Schnellleiste. Ja, ist nicht belegt. So öffnet sich dann, wenn ich SZ drücke, der N-Kack. Keine Ahnung. Interface war das, glaube ich, nicht. Freudefenster ein, ausblenden. Allianzfenster ein, ausblenden. Ich hab ehrlich gesagt sowieso gerade nicht zugehört, was du suchst. Oh, scheiße. Hab ich das... Nein, nicht Tutorial. Hab ich das jetzt angenommen? Ich muss mich wieder kurz mieren. Ja. Jetzt, dann können wir das einmal dahin und das einmal dahin. Mein Sith Lord, die Kunde eures Talents eilt euch voraus. Ich bin geehrt. Ihr seid euch sicherlich der Situation bewusst. Die Exilregierung, der Widerstand, allesamt Feiglinge. Wenn ihr erlaubt, werden wir sie in ihren Verstecken begraben. Was wäre ein Krieg ohne etwas Blutvergießen? Es gefällt mir, wie ihr denkt. Die alte Regierung sendet Generatoren an den Widerstand, um deren Artillerie mit Energie zu versorgen. Der Widerstand hat Balmoras übelste Mörder für ein bisschen Wachdienst als Gegenleistung begnadigt. Phase 1 von Operation Umschwung ist die Zerstörung dieser Generatoren und die Eliminierung der Mörder. Seid ihr dabei?
Da sehe ich Möglichkeiten. Die Generatoren befinden sich im Nibray-Lagerhaus. Wenn ihr sie in Stücke sprengen könnt, zeigt ihr damit dem balmoranischen Widerstand, dass es mehr braucht als kaltblütige Mörder, um das Imperium aufzuhalten. Jo. Zerstöre die Generatoren des Widerstands. Das heißt, ich muss jetzt wohin? Schwere Geschütze ist das doch. Projekt 6. Ach, da oben. Schwere Geschütze. Lass mich doch hier hoch. Ich will nicht den ganzen Weg rumrennen. Kaiserroute bestätigt. Da unten ist das Lagerhaus. Na dann. Warte mal, das ist der Machtsprung. Das ist Machtschub. Keine Ahnung, was das war. Auslöschen. Ne, warte mal, das war Schildschutz. Der bleibt auf der 9. Die 8 ist das, das ist der Würgegriff, das ist dieses Machtgedöns-Gedings. Da kommt das dort hin. Jetzt muss ich mich nur noch dran gewöhnen, dass ich die Tasten umbelegt habe hier. Nochmal, was musst du dir merken? Ich hab gerade meine Fähigkeiten. Ach, die in der Hopper meinst du, oder was? Ja. Und so, das ist das Schild, das ist der Machtschub, das ist Würgegriff und das ist wütender Ausbruch. Und das da vorne sind alles Kampfattacken. Ah!
Missionen abgeschlossen. Steh auf, du Knecht. Ja, Mission fertig. Wow. Hab's mir ein bisschen schwieriger vorgestellt. Fliegen immer so wunderschön weg, die Leute. War ja vier, stimmt. Oh Mann, ich drück immer noch die falschen Tasten. Zeige alle autorisierten Ziele an. Schwere Geschütze. Wo waren das jetzt? Hä, bin ich jetzt bescheuert? Leutnant Daffrit zurück. Wo war der Dulli denn? Okay. Das wird mir einfach mal nicht angezeigt. Projekt 6 Fuß. Projekt 6 Fuß. Der Verdacht. Aber ich muss doch dort in die Stadt. Bestätigt. Der war doch dort. Ich hab schon so ein Fliegenfeind-Ding
meiner Bude hängen und trotzdem flattert hier so ein Viech noch rum. Es muss Einbildung sein, aber ich könnte schwören, dass ich den Knall noch von hier aus gehört habe. Danke, mein Sith Lord. Aber es sieht so aus, als wäre der Widerstand noch nicht am Ende. Ich hatte angenommen, dass die Zerstörung ihrer Kanonen wenig Raum für Missverständnisse lässt. Sie sind ein sturer Haufen. Früher hatten wir den Widerstand in der Wildnis unter Kontrolle, aber sie werden frecher. Sie greifen imperiale Stellungen im alten Industriesektor von Balmora an. Wir müssen ihre Frechheit bestrafen. Lieutenant Thorpe am markaranischen Außenposten hat ein paar Ideen, wie man den Widerstand wieder auf seinen Platz verweisen kann. Ach du Scheiße, die sind hier doch nicht stark. Der Verdacht war, ich glaube, die Hauptstory. Nee, die Kontaktperson. Und der Verdacht. Also kann ich nur schwere Geschütze erst einmal machen. Ach, willst du die Hauptquest machen? Ich mach eine von den, ne, das ist keine Klassenquest, das ist nur so eine Nebenquest, die aber auch lila ist. Ja gut, das meine ich damit. Weil Projekt 6 Fuß, die Viecher, ne. Die sind ein bisschen zu stark. Leise, da unten habe ich noch nichts aufgedeckt, sehe ich gerade. Oha, böser Eik. Was? Ich versuche mal die komplette Map aufzudecken. Und anscheinend habe ich da tatsächlich was übersehen. Da draußen vor der Mauer? Hä? Sie stand da runter. Tatsache! Und da oben scheint auch noch was. Ah ja, stimmt. Ah, okay. Dann machen wir jetzt erstmal das hier. Der steht ernsthaft vor der Mauer, der Dulli. Ich habe gehört, euer Einsatz mit Lieutenant Davril ist gut gelaufen. Ich hoffe, ihr fandet ihn nicht ungehobelt, mein Sith Lord. Im Gegensatz zu meinem geschätzten Kollegen mache ich den Erfolg meiner Mission nicht an der Lautstärke der Explosionen fest. Den Geist der Widerstandsbewegung zu brechen, ist wie das Zubereiten einer köstlichen Mahlzeit. Was sind die Zutaten für diese Mission? Der Widerstand wird vom Volk unterstützt. Wir müssen den Geist der Leute brechen, um den Widerstand niederzuschlagen. Lieutenant Davril hat euch zweifellos erzählt, dass sie Cyborg-Söldner von anderen Planeten hergebracht haben. Sie wurden mit einer experimentellen neuen Landetechnologie auf diesen Planeten transportiert. Diese Cyborgs metzeln unsere Soldaten nieder. Sie haben den Zorn der Sith noch nicht kennengelernt. Wunderbar. Ich glaube, wir können sie an diesem Ort überraschen. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Balmoranern eine klarere Botschaft schicken. Wir bergen die Technologie, mit der die Cyborgs nach Balmora gebracht wurden, und setzen sie gegen sie ein. Cyborgs töten, Technologie bergen. Was haltet ihr davon? Ich habe schon schlechtere Pläne gehört. Ich selbst hielt ihn für ziemlich gut. Bringt mir die Cyborg-Technologie. Dann werden die Balmoraner die Botschaft laut und deutlich zu hören kriegen. Ja,
das Ding ist nur sowas von schlecht. Und selbst die Wett müsste ein besseres haben. Ja, wow. Militärgranaten. Ich muss dorthin. Aber wie komme ich? Wollen wir weiter? Ja, was ab, Fett. Egal, wird sich schon noch aufdecken alles. Ich muss das wieder umlegen, ich komme damit nicht klar. So. Das sind Globob-Geschichten, die Gegner. Da ist er geflogen. Ich liebe das. So, das war's. Ich habe alle drei Cyborg-Dinger. Heißt, der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol'Argen hat von eurer Zerstörung der Generatoren beim Nibray-Lagerhaus Wind bekommen. Er ist außer sich. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wie er reagiert, wenn wir ihn mit der Ausrüstung seiner eigenen Cyborgs angreifen. Perfekt. Bitte, ihr beschämt mich. Ich habe mich ja kaum angestrengt. Dann muss ich unbedingt einmal sehen, was passiert, wenn ihr euer Bestes gebt. Um den Hauptstützpunkt des Widerstands zu erreichen, müssen wir durch die Gorinth-Wildnis. Aber der Widerstand hat alle imperialen Offensiven mit Guerilla-Angriffen aus diesem wilden und weitgehend unbekannten Gebiet zurückgeschlagen. Ein balmoranischer Deserteur, Kavil Arin, hilft uns dabei, durch die Wildnis zu gelangen und uns einen Weg zum Stützpunkt des Widerstands zu bahnen. Er ist am imperialen Gorinth-Außenposten. Oh, besiege Jedi Norfarmen, besiege Sägerin, ja, hab ich auch. Besiege Koren Novos. Aber das ist eine Nebenquest. Ja, trotzdem, Jedi töten. Liegt in meiner Natur. Weißt du aber, wie, erstens, wie ich meinem Gefährten eine neue Waffe gebe und zweitens, wo ich welche kaufen kann, weil ich merke, der ist echt schwach. Im Waffenhandel? Und so wie du bei dir eine ausrüstest, du machst, drückst I, drückst C, dann gehst du oben auf Gefährte, nimmst dort die Waffe raus und gibst ihm eine neue.
Aber wie soll ich dem eine neue geben? Ich habe ja keine andere hier in der Nähe. Dann musst du eine kaufen, weil ich habe... Nein, er wird dir dann so nebenbei angezeigt, oder wie soll ich ihm eine neue geben? Wie, ne? Ich habe Waffen gekauft im Geschäft. Genau, aber wie hast du die ausgerüstet? Weil wenn ich C drücke, habe ich ja... auch bei meinem Charakter kann ich ja nichts wechseln. Ja, zieh die mal raus in dein Inventar rein. Ich habe hier neben kein Inventar. Dann drückst du jetzt, wenn du C gedrückt hast, nochmal I, dann öffnet sich auch dein Inventar. Okay, danke. Und weißt du auswendig, wie der heißt, mit dem ich das machen muss? Oder kaufen kann? Bei jedem Waffenhändler gibt es Schusswaffen. Ich habe keinen. Oder Stabwaffen. Ich habe jemanden mit Schwerter. Ja, Schwerter findest du doch so schon mehr als genug. Jeder Waffenhandel, also musst du im Grunde jeden Waffenhandel abklappern. Ich guck auch mal bei jedem rein. Die kosten ja nicht viel, die Waffen, also. Ich habe bei meiner Wett vielleicht 1500 Credits ausgegeben für zwei Waffen. Ja, das ist ja überhaupt nicht das Problem. Ach, das kriegst du doch mit 3-4 Kämpfen wieder rein. Und ich fahre gerade falsch. Wow. Ich habe 200.000, also das Geld wäre eh nicht das Problem. Und ich weiß halt echt nicht, wo man es kauft. Ich müsste halt mal gucken, wie viel ich aktuell habe. 150.000. Guck, ist auch nicht wenig. Nö, ich verkaufe ja regelmäßig meinen ganzen Loot. Hä? Ich fahre jetzt. Hä? Was mache ich denn? Boah, ich fliege jetzt doch mit dem Taxi hin, ey. Leck mich doch am Arsch, ja. Bevor ich jetzt die restliche Folge die ganze Zeit nur im Suchen bin. Zeige alle autorisierten Ziele an. Jetzt wird es mir natürlich wieder nicht angezeigt. Geil! Das ist Korinth Außenposten, muss ich. Der ist dort. Reiseroute bestätigt. Dann beende ich die Folge hier.